Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus.
Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank. Herzlich willkommen natürlich auch im Namen von JFD. In meinem Namen natürlich auch, Stefan Friedrichowski. Ja, heute, 27. Oktober 2020. Wow, in 2 Monaten ist Weihnachten schon vorbei. Ja, kann sein. Ist so, also ziemlich sicher. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Freut mich natürlich sehr, hier gleich schon wieder so viele Leute zu haben, auch wenn ich ja gar nicht so häufig im Moment auf Sendung bin und krieg auch schon gerade hier gesagt, Bild und Ton passt. Das ist super. Die Rückmeldung ist doch immer Gold wert, weil man ja hier nie so genau weiß. Ich sitze vor meinem Rechner, rede mit in mein Headset, aber ob dann auf der anderen Seite, also sprich bei euch, was rauskommt, das kann ich natürlich nicht super genau mitkriegen. Ich krieg's ein bisschen mit. Ich habe hier noch so einen Kontrollrechner. Aber da kann ich nicht wirklich hören. Das würde dann hier zu herrlichen Rückkopplungen führen. Die will ich uns natürlich ersparen. Zumindest sehe ich allerdings meine erste Folie. Soweit passt schon mal alles. Also, schön, dass ihr da seid. Heute zum Thema Stockpicking. Eine einfache Aktien-Trading-Strategie. Darauf nochmal gekommen, diese hier vorzustellen, bin ich ein bisschen, weil aufgrund des letzten Webinars, wo es Forex ging vor einem Monat, wurde ich gefragt, hey, kannst du nicht nochmal was zu Aktien machen? Und da ist mir doch eingefallen, da hatten wir mal was. Und ihr hört schon an meinem Tonfall, das Webinar gab es schon mal. Ja, aber natürlich ist es wieder hier komplett live. Es ist noch niemals genau aktualisiert, aber die Strategie ist so prägnant, so einfach. Deswegen finde ich, lohnt sich definitiv, hier das Ganze nochmal zu bringen. Jetzt kommt nochmal eine Rückmeldung. Ton ist ein wenig komisch. Vielleicht liegt es an meiner Stimme. Also, das meine ich jetzt ganz ernsthaft. Die klingt so ein bisschen heiser. Was auch stimmt. Also, das könnte der Grund sein. Also, vielleicht ist das der Grund für einen etwas anderen Ton. Aber gut. Stockpicking soll also heißen, wir machen natürlich eine Aktienstrategie, ist logisch, wenn wir schon bei Stocks sind. Aber wie sie funktioniert, ist eigentlich nur eine geschickte Auswahl. Und dann muss man gar nicht viel in Summe machen, um die zugrunde liegenden Indizes, also zum Beispiel den DAX oder den S&P 100, deutlich zu schlagen. Und das ist natürlich hier dann der Benchmark, wenn wir was mit DAX-Titeln machen wollen, dann sollten wir zumindest besser sein als der DAX selbst, weil sonst könnte ich auch einfach den DAX kaufen und schlafen gehen und einfach nach 10 Jahren wieder aufwachen und ihn dann verkaufen. Das wäre natürlich noch einfacher. Also nur wenn wir das auch noch outperformen, haben wir noch irgendwie wirklich was gekonnt. Und umgekehrt, wenn man mal auf die Welt der Fonds und ETFs guckt, sieht man, wie schwer es ist, selbst die Indizes outzuperformen. Also es ist wirklich gar nicht so das Allereinfachste. Aber sei es drum. Wir lernen hier heute auf jeden Fall eine Methode kennen, die das auf jeden Fall ermöglicht. Gut. Ihr wisst, 2 absolute Bemerkungen, die jedes Mal in jedem Webinar fallen. Die eine ist die Folie, aber die andere ist die natürlich für das Webinar gerade aufgezeichnet und findet sich dann auch irgendwie so ab morgen, Vormittag, Mittag auf dem YouTube-Channel von JFD. Und wer mag, kann auch jetzt bereits schon die Folien hier herunterladen. Die kann ich mal hier auch über GoToWebinar hochladen, das ist kein Problem. Aber ich kann leider nicht Excel-Sheets, die ich heute zeige, hier auch hochladen. Das geht aus rein technischen Gründen nicht. Wer die haben möchte, der schicke mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse, wer sie noch nicht hatte, stand gerade auf der ersten Folie. Jetzt habe ich schon die zweite da. Sei es drum, am Ende kommt sie ohnehin nochmal und im Zweifelsfall einfach an den Support von JFD schreiben. Das erreicht mich dann auch automatisch. Die Folie, die wir hier gerade sehen, die muss ich natürlich auch erwähnen. Der Risk Disclaimer. Ihr wisst, wir reden über Trading. Wir reden über Trading-Strategien, Investments, Anlageentscheidungen und. Aber schließlich und endlich tut ihr natürlich alles, was ihr tut, auf euer eigenes Risiko hin, eigene Entscheidung. Ist, glaube ich, logisch und ziemlich selbsterklärend. Aber
Wir sind nun mal rechtlich dazu verpflichtet, das doch hier immer mal wieder zu erwähnen. Also machen wir es natürlich. Gucken wir uns mal die Themen genauer an. Ich will noch mal ganz kurz, weil ich sonst meistens ja immer eher über Forex rede, noch mal auf die Vorteile des Aktientradings. Oh, da gibt es nur Punkte des Aktienhandels. Was soll das natürlich heißen? Die Vorteile des Aktienhandels. Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Die sind nämlich ziemlich fundamental. Kommen wir gleich nochmal drauf. Eigentlich ist es alles noch ein bisschen einfacher mit Aktien als im Forex. Also definitiv. Da ich ja schon gerade sagte, wenn wir sowas machen, brauchen wir einen Benchmark. Also beim Forex kann man das nicht wirklich sagen. Also wenn ich jetzt sage, ich trade Euro, US-Dollar, soll ich jetzt den Euro-US-Dollar-Kurs als Benchmark nehmen? Nee, das ist natürlich irgendwie blöd, weil zumindest wenn der Euro-US-Dollar nach Süden läuft, will ich natürlich trotzdem, dass mein Konto nach Norden läuft. Da wissen wir alle, machen wir alles über Short- und Long-Trades, aber wir können nicht den Euro-US-Dollar wirklich als Benchmark nehmen. Hier ist es natürlich klar, dass immer sozusagen vergleichbare Indizes den Benchmark bilden. Also wer im Wesentlichen mit Technologietiteln unterwegs ist, sollte wahrscheinlich den TechDAX als Index mal vergleichend hinzuziehen und fragen, hey, kann ich den schlagen? Weil wenn nicht, dann kaufe ich einfach gleich den TechDAX. Ist ohnehin dann einfacher. Da müssen wir uns zwar eins genauer angucken, weil des deutschen Liebling ist natürlich wiederum der DAX. Und der DAX ist so ziemlich einer der einzigen Besonderheiten auf der Indizes, der was Besonderes ist auf der Welt. Also nicht besonders, weil er besonders ist oder besonders gut. Das definitiv nicht, sondern besonders ist an dem eigentlich nur, dass er ein sogenannter Performance-Index ist und alle anderen sind Kurs- oder Price-Indizes. Was das heißt und welcher Unterschied da eigentlich besteht, müssen wir uns angucken, weil den DAX kann man eigentlich mit gar nichts anderem vergleichen. Also nicht mit dem S&P 500 beispielsweise. Aber kommen wir gleich drauf. Damit wir mal gleich schon die erste Strategie vorstellen, die sowas von simpel ist, dass es mir mal fast nicht wehtut, aber mir ist schon fast mal peinlich, das mal als Strategie hier auch durchaus vorzustellen. Das ist der sogenannte Equal Weight, also gleichgewichtet. Irgendwie will ich den Index gleichgewichten, also genau genommen die Aktien da drin. Und ihr werdet sehen, das hat schon einen riesen Performance-Vorteil. Ist für sich genommen schon spannend. Na, dann wollen wir natürlich noch eine richtige Aktienstrategie klassisch machen, nämlich wir wollen was einfach sagen, hey, wir wollen auswählen. Wenn ich kann den DAX ja nachbilden, was ziemlich langweilig ist, aber ich muss ja nicht unbedingt in allen 30 DAX-Titeln investiert sein. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, nach bestimmten Regeln immer 5 auszusuchen und nur in die zu traden. Und da gibt es ganz einfache Regeln und ja, stelle ich natürlich auch vor. Also, das ist das Programm. Und das gucken wir uns natürlich dann auch als Portfolio dann in Summe so an. Nochmal ganz fundamental. Warum ist es eigentlich ein Vorteil, echte Aktien ebenfalls zu traden? Manchmal ist es, ihr seid zahlreich hier, von daher, mit den wenigsten habe ich bisher schon direkt mal geredet, also mit einigen schon, aber jetzt kann man natürlich ohnehin fragen, wie seid ihr zum Traden gekommen? Und dann fallen wahrscheinlich durchaus Aktien oder Fonds oder vielleicht heutzutage auch ETFs. So historisch ist also vielleicht sogar Aktien das gewesen, was man vielleicht sogar zuerst getradet hat. Und dann geht man irgendwann zum Beispiel auf Forex oder Indizes oder was auch immer. Und vergisst irgendwie so ein bisschen, dass der Aktienhandel an sich ohnehin was ziemlich Cooles ist. Und aus mehreren grundsätzlichen Gründen. Also die normalen Argumente für den Aktienhandel sind immer, ja, man handelt also wirklich etwas mit einem, ich nenne das hier mal, intrinsischen Wert. Also wenn ich eine Siemens-Aktie kaufe, dann tue mal für eine Sekunde so, als ob es nur 1 Million Siemens-Aktien gäbe, was sicherlich mehr sind. Aber wenn ich jetzt eine Siemens-Aktie habe, dann gehört mir ein Millionstel von dieser Firma. Das ist meins. Und dieses, was da ist, dem stehen ja auch physische Werte gegenüber. Das können Gebäude sein, das können Büromöbel sein, das können Anlagen sein, Fahrzeugpark, was auch immer, bis hin zu Intellectual Properties, also
Patente, kam ja aufs deutsche Wort. Und. Oder selbst die Leute, ich will jetzt nicht in Sklaverei verfallen, aber viele Firmen bestehen nun mal aus der Intelligenz ihrer Mitarbeiter. Und naja, das gehört mir dann auch zu 1 Million in meinem Beispiel. Das heißt, ich habe etwas mit dem intrinsischen Wert. Das ist immer gut, weil der geht nicht so ohne weiteres verloren. Selbst wenn zwar der Aktienpreis sinkt, oder wir eine Corona-Krise haben oder was auch immer, trotzdem ist das alles noch da. Außer wir denken uns Szenarien, an die ich gar nicht wirklich denken will. Aber deswegen, wir haben etwas mit einem intrinsischen Wert. Das ist durchaus was sehr wichtig und Gutes. Dann haben wir etwas, was einfach eine Dividende zahlt. Okay, nicht alle zahlen wirklich eine Dividende, aber denen, die so typischerweise, denen es auch halbwegs gut geht, zahlen eine Dividende. Die, ja, das ist wie eine kleine Zinseinnahme. Die Zinseinnahme, also für die Firmen, die die zahlen, sie ist definitiv schon mal höher, als das, was ich für Festgeld bei der Bank kriege. Einzige Wermutstropfen ist natürlich, der Preis der Aktie kann ja auch fallen. Von daher habe ich dann auf dieses Jahr bezogen dann vielleicht doch Geld verloren. Langfristig gesehen geht das dann meistens wieder auf. Aber nichtsdestotrotz gibt es Dividenden. Naja, auch gut. Dann, das ist jetzt ein Vor- und Nachteil gleichzeitig. Wir haben keine Finanzierungskosten. Also wenn wir Forex traden und also nur wenige Forex-Paare haben auf einer Seite mal positive Swap-Kosten, eigenes Thema für sich. Paar gibt es immer, also so grob ein Drittel. Bei Aktien haben wir keine Finanzierungskosten, weil ich nicht propagiere, sich bei der Bank Geld zu leihen, um anschließend das Geld in Aktien anzulegen. Um Gottes Willen, also auf keinen Fall. Wir haben also keine Swap-Kosten, keine Finanzierungskosten, aber wir haben dann auch keinen Hebel. Anders sieht das natürlich aus, wenn wir CFDs kaufen auf Aktien. Aber davon will ich gar nicht heute sozusagen reden. Naja, und ich habe mal noch in Klammern dazu gesetzt, ja, man kann auch an Hauptversammlungen teilnehmen. Das ist jetzt vielleicht nicht das prickelndste, aber ich habe in meinem Leben übrigens noch an keiner einzigen teilgenommen. Aber für den einen oder anderen ist das vielleicht auch mal interessant. Die Einladung kommt automatisch. Neben diesen Argumenten gibt es für mich allerdings noch ein viel stärkeres. Das stärkste Argument ist dieser allseits bekannte Long Bias von Aktien. Jetzt sollte ich nochmal kurz sagen, warum ich das hier nochmal extra erwähne. Also irgendwas damit überhaupt meine. Naja, also Aktien gehen nun mal tendenziell nach Norden. Dem ist einfach so. Man kann auch so sagen, wenn sie denn nach Süden geht, die Aktie, dann wird es irgendwann so weit kommen, dass sie entweder gekauft wird oder vom Markt verschwindet oder was auch immer. Also das geht nicht. Wir sind ein auf Wachstum basiertes Wirtschaftssystem und da geht es wirklich nur weiter in der Regel, wenn man Wachstum zeigen kann. Und ansonsten verschwindet man. Das liegt mit an unserem Wirtschaftssystem. Jetzt will ich da nicht drüber philosophieren und auch nicht mich drüber beklagen, was ich eigentlich tun würde. Aber er ist nun mal da. Das heißt, prinzipiell und historisch braucht man ja nur sich einen Langfristchart von einem S&P 500 angucken, oder den Dow Jones, den kann man sich seit 100 Jahren angucken. Der kennt natürlich langfristig gesehen nur eine Richtung, die heißt nach Norden. Und man kann das auch als durchschnittliche Rendite ungefähr ausrechnen. Die ist irgendwie so im Bereich von 6, 7% oder vielleicht waren es sogar 8. Nicht ohne. Und sich dagegen zu stellen, wäre ja nur wirklich blöd. Warum soll ich mich gegen diesen fundamentalen Edge, wie ich ihn in anderen Webinaren nennen würde, Edge gleich Wahrscheinlichkeitsvorteil, dagegen stellen. Und ich habe ihn also immer auf meiner Seite. Gewissermaßen auch ohne die Auswahl, welche Aktie ich denn kaufe. Prinzipiell habe ich etwas, was wahrscheinlich nach Norden geht. Also zu meinen Gunsten. Also, es ist ein Argument, gerade wer auf Trades guckt, mehr aus der statistisch-mathematischen Brille. Hey, das ist wie ein gezinkter Würfel, also zu meinen Gunsten gezinkt. Und den sollte man ruhig mal nutzen. Also, das ist der fundamentale Vorteil von Aktien. Warum tut man sich oft wie die Leute trotzdem schwer? Naja, das liegt an zu hoher Handelsfrequenz, rein raus, rein raus, rein raus, zu hohen Kosten. Also wer bei der Bank also zum Beispiel mal eben 10 Siemens-Aktien kauft, zahlt einen Haufen Gebühren, also
pro Half-Turn, also der Kauf ist ein Half-Turn und der Verkauf ist der zweite Half-Turn. Je nach Umgebung ist man wahrscheinlich so zwischen 5 und 10 € einfach nur mal eben so los. Ja, da kommt der andere Vorteil, zumindest bei JFD. Die Aktien, also echte Aktien, damit meine ich jetzt nicht die CFDs, kann man ohne Kommission traden. Also sprich ohne diese Grundgebühr. Und das ist natürlich super. Vor allen Dingen dann, wenn man auch nicht das allerriesigste Konto hat. Und tatsächlich, mein Beispiel wie gerade, naja, ich kaufe mal drei Siemens-Aktien, ich habe keine Ahnung, wo die stehen. Aber ich tue mal so, als ob es 100 € sind, dann sind es 300 von meinen drei Aktien. Na, wenn ich da jetzt für den Kauf und den Verkauf nachher 20 € los bin, da bin ich ja schon bei ungefähr 8%, 9% sind mir schon weg, habe ich schon verloren, nur aufgrund der Handelsaktivität. Das ist natürlich ein Hammer. Das muss ich jetzt erstmal wieder über andere Gewinne reinholen. Also, kriege ich ein Beispiel gerade gefragt, wie finde ich bei MT4 die Warta-Aktie? Im Zweifelsfall einfach Warta im Suchfeld eintippen, also unter Symbole. Und dann, also man ist im Marktfenster, drückt dann auf Symbole und dann gibt es ein Suchfenster, da kann man zum Beispiel Warta eintippen. Ob die drin ist, weiß ich nicht. Ansonsten auch noch auf der Homepage von JFD schauen. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob Warta, also ich würde vermuten, ja, ich weiß aber auch nicht alle auswendig. Gut. Genau. Und da kam noch eine zweite Bemerkung. Die physischen Aktien hat man ausschließlich im MT5. Genau richtig. So wurde aber auch die Frage gerade war bezogen unmittelbar auf MT5. Die Bedienung des MT4, MT5 ist in Ulternäher auch ganz schön ähnlich. Auch wenn da Unterschiede sind. Aber okay. Jemand anderes hat die Antwort auf die Frage von dem einen gegeben, nämlich, nee, Warta ist leider nicht handelbar. Okay, sorry. So, wenn wir jetzt hier die Argumente schon mal auf unserer Seite haben, sollten wir mal in den Aktienhandel konkreter reingehen. Nur, wie gesagt, ich habe gesagt, wir brauchen Benchmarks. Also natürlich können wir auch einfach nur über Renditen reden, aber es ist hier auch sozusagen Stand der Industrie des Marktes, sich dann auch immer mit dem Benchmark zu vergleichen. Und ja, genau beim DAX, des deutschen liebstes Handelsinstrument, das sage ich immer leicht hämisch, muss ich sagen, auch wenn ich natürlich selber zur gleichen Kategorie gehöre, also ich meine der Nationalität. Bei mir ist der DAX nicht das liebste Handelskind, also nicht als Index-Trades mache ich auch, aber ist es nicht meine präferierte Wahl. Der DAX ist einfach, der läuft nicht so ganz so rund, welchen DAX-Trade. Hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, der DAX als Index ist ein sogenannter Performance-Index und damit ist er ziemlich einzigartig auf der Welt, was nicht gut ist. Weil was man natürlich normalerweise macht, ist, man vergleicht ja zum Beispiel auch Indizes. Also welcher Markt läuft denn besser? Oder sind die Amis gerade besser dran als Europa, was meinetwegen den Corona-Absturz und Erholung angeht? Naja, wenn man jetzt diese Fragen beantworten will, würde man normalerweise einfach den DAX und den S&P 500 gegeneinander aufzeichnen und fragen, naja, wer geht denn mehr nach oben? Das Blöde, der DAX ist ein sogenannter Performance-Index. Und der eigentliche Unterschied ist ziemlich trivial. Da oben steht auch schon die Kurzantwort. Beim DAX, der ja aus 30, also noch, da gibt es ja Änderungswünsche, Diskussionen, das zu erhöhen, aber egal. Die zugrunde liegenden Aktien, also die Unternehmen, die 30, die den DAX bilden, davon gibt es ja welche, die Dividenden zahlen. Und diese Dividende wird bei einem Performance-Index wie dem DAX quasi wieder angelegt. Das heißt, das, was da eigentlich so ausgeschüttet wird, fließt wieder mit in den DAX ein. An sich finde ich das sogar gut, weil ja, das gibt die Performance ja tatsächlich wieder. Nur alle anderen machen es nicht. Bei den anderen wird die Dividende tatsächlich ausgezahlt. Also auch wenn man den Index hält, wird die Dividende ausgezahlt.
die dem sozusagen anteilig mit zugrunde liegt. Das heißt aber, der DAX müsste eigentlich alles outperformen, weil ja diese Dividenden immer als also zu Wiederanlegendes mit reingehen, müsste der DAX eigentlich alles outperformen, was sonst auf der Welt ist, weil ja das mit, also die Dividende mit reinfließt. Ja, das heißt, der eigentliche Benchmark beim DAX ist der sogenannte Kursindex. Ja, und hier schreibt auch schon jemand, der DAX-Kursindex ist ja auch ist ein ziemlicher Rohrkrepierer im Vergleich zum S&P 500. Richtig. Und deswegen sollte man auch eigentlich gar nicht auf den DAX gucken, sondern auf den DAX-Preis- oder Kursindex. Und das tun wir mal für eine Sekunde, weil ich habe ihn doch da. Und dann kann der, der gerade das auch geschrieben hatte, dass der DAX doch eigentlich ein ziemlicher Rohrkrepierer ist, nochmal zusätzlich sehen, wie er recht hat. Also, du wusstest es vorher schon, aber hier nochmal dargestellt. Was ihr hier habt, ist einfach sogar, ich habe es noch nicht mal normiert, weil den Unterschied sehen wir auch so mit dem bloßen Auge. Wir haben hier für knappe 20 Jahre den DAX Performance Index in Rot. Das ist der, den man normalerweise kennt. Und nicht wundern, meine Grafiken, das hier hinten ist nicht Corona. Nein, dann ihr seht, wo die Achse aufhört, 30.06. Wir sind mit den echten Preisen hier schon außerhalb meiner Grafik. Die Grafik ist vom Kursindex April letzten Jahres. Aber es ändert nichts an der Aussage. Nur der Korrektheit wegen will ich es wenigstens erwähnen. Also DAX in Rot, DAX in Blau ist der Kurs- oder Preisindex über die letzten 20 Jahre. Also wir fangen hier bei knappen 5.000 an und sind bei etwas mehr als 5.000 nach 19,5 Jahren im DAX-Preisindex. Ups. Das heißt, über grob 20 Jahre war im DAX gar kein Profit. Also außer den Dividenden natürlich. Und dass das einen signifikanten Anteil hat, das sieht man ja jetzt hier nochmal unmittelbar. Der DAX, wie wir ihn normalerweise kennen und mit Preisen, wie auch jetzt aktuell, von grob ungefähr 12.000, ja, da hat er sich gegenüber von vor knapp 20 Jahren in der Tat ungefähr verdoppelt. Aber es waren eigentlich nur die Dividenden, nicht der DAX an sich. Also von daher läuft es nicht ganz so doll. Wenn man jetzt habe ich die, hier ist eigentlich auch noch der S&P 500. Da gucken wir mal einfach nur eben auf die Zahlen. Also wir wissen, dass ich guck mal, ich springe mal einmal hier mit meiner Tabelle runter. Da ist der S&P, ist das eigentlich 500 oder 100? Ja, 500 von 100 normiert auf den damaligen Zeitpunkt auf 229, also etwas mehr als 2, ein bisschen was Fach hochgegangen und der Preisindex im DAX, naja, ist gerade 15%. Also S&P 500 hat sich quasi verdoppelt und zwar ohne die Dividenden und der DAX hat 15% dazu gemacht. Nicht gerade besonders prickelnd. Trotzdem mal so weit zu dem Unterschied. Also er ist ziemlich, ziemlich gewaltig. Also wir sehen sofort, DAX ist nicht der Outperformer. Übrigens der Euro-Stoxx ist ziemlich genauso schlecht, weil ich den jetzt gerade hier auf meiner Liste mit dabei sehe. Jetzt habe ich gesagt, wir können schon auch den DAX sozusagen profitabel machen. Also ich meine das ein bisschen anders. Und zwar, also ich vermute, die meisten von euch wissen, so ein DAX oder auch ein S&P 500 und Dow Jones, die sind ja alle irgendwie gewichtet. Also eine Firma, die sozusagen besonders groß ist, also wo die Anzahl, die Marktkapitalisierung, also besonders groß ist, also die Anzahl der Aktien mal dem aktuellen Preis, dann sind sie auch höher gewichtet in dem entsprechenden Index. Also im DAX wären das dann sowas wie Siemens, SAP, keine Ahnung. Ich glaube, auf der Unterseite wäre dann eher sowas wie Thyssen. Also
So 100% habe ich es jetzt nicht parat. Aber die Gewichtung innerhalb des Index hängt quasi von der Größe der Firma, also genau genommen der Marktkapitalisierung ab. Das ist natürlich etwas, was irgendwie gut oder schlecht ist. Ja gut, die Größe der Firma, dass die irgendwie in das Gewicht mit eingeht, also die Marktkapitalisierung als Größe der Firma, kann man schon nachvollziehen. Blöd ist aber dann, mal angenommen, wir haben so eine absolute Hammerfirma, also riesig groß, Monsterkapitalisierung, und die bewegt sich nicht vom Fleck, also diese eine Aktie. Dann geht sozusagen der gesamte DAX oder also der gesamte Index, der bewegt sich dann auch nicht vom Fleck. Ein bisschen anders ist quasi genau wieder auf der anderen Seite vom Teich. Da haben wir so Firmen wie zum Beispiel Apple, die sicherlich in den letzten 20 Jahren nicht die schlechteste Performance hingelegt haben und mittlerweile auch eine ziemlich hohe Gewichtung haben. Naja, wenn natürlich dann eine solche marktstarke Aktie dann steigt, dann kann sie gewissermaßen den ganzen Index mit hochziehen. Was also gerade, wenn die nicht sich bewegt, zu einem schlechten Index führt, kann natürlich wieder auch den Index total nach oben ziehen. Also es kann sowohl positive wie negative Auswirkungen haben, mit der ganzen Gewichtung. Ja, dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, etwas anders zu machen. Und die nennt man Equal Weight, also gleichgewichtet. Ich benutze deswegen das englische Wort hier, weil das Englische durchaus bis in die ein oder andere ETF oder Fondsbeschreibung durchgemogelt hat. Was heißt das übrigens aber ganz praktisch? Na, angenommen, ich würde den DAX selber nachbilden, dann würde es ungefähr folgendermaßen gehen. Angenommen, ich habe 100.000 Euro. Da ich in 30 Firmen investieren will, heißt das, naja, in jede von diesen Firmen will ich 3.333,33 € investieren. Naja, wenn ich dann zum Beispiel eine Adidas habe mit einem Preis von 257, dann sollte ich eigentlich 12,93 Aktien kaufen. Okay, dann nehme ich meinetwegen 12. Also ich runde einfach mal ab. Nur so als Beispiel. Worauf ich hinaus will ist, wenn ich das selber tue, den DAX Equal Weight nachbilde, dann gehe ich einfach hin, gucke auf den Preis jeder der 30 Aktien und kaufe so viele Aktien von dieser entsprechenden Firma, wie ich mir von meinen 3.333,33 € leisten kann. Okay. Und dann habe ich den DAX als Equal Weight nachgebildet. Naja, jetzt muss ich natürlich noch eins machen. Dadurch, dass ja sich der Preis ändert, also die eine Aktie geht meinetwegen von seinen 12,93 € auf 15 € hoch und eine andere geht auf 10 € runter, dann müsste ich ja jetzt wieder nachjustieren, also auch in meiner Gewichtung. Naja, und also müsste man eigentlich alle x Tage das sozusagen neu anpassen. Wer das privat wirklich tun würde, muss wirklich dann auf die Kosten unbedingt gucken, weil sonst würden einen die Kosten ruinieren, wenn man ständig tradet. Und selbst der Spread würde dann schon mit reinschlagen. Sei es drum. Ich habe es einfach mal gemacht und habe einfach mal alle 44 Tage, also alle 2 Monate diese Gewichtung nachvollzogen. Es gibt übrigens auch als fertige Produkte, das, was ich hier beschreibe. Und dann braucht man sich darüber auch keine Gedanken machen. Und wenn man das so tut, und wir gucken uns dann den DAX an, ja, dann haben wir diese Performance. Die ist jetzt so zu verstehen. Unten ist der DAX-Preisindex in Rot, wie wir gelernt haben, als Vergleich. Und ich habe das so normiert, ich habe den Preisindex leider nicht wirklich ab 2000, sondern ich habe nur die Normierung dann gleich gezogen. Sei es drum, da habe ich sozusagen so ein halbes, ein Jahr Zeitversatz, ist aber jetzt nicht hier kriegsentscheidend für die Performance-Auswertung. Das heißt, ich habe dann den Preisindex einfach normiert auf 100.000, weil mein Kapital, was ich hier anlegen möchte, in einen Equal Weight DAX, soll auch einfach 100.000 sein und dann gehe ich einfach hin und mache diese alle 44 Tage die Adjustierung. Na, und das Blaue ist dann meine Performance-Kurve. Ja, also zunächst mal wichtigste Feststellung, den DAX-Preisindex, den schlagen wir
Bei weitem. Es passiert übrigens noch was anderes. Ich hole mir mal eben, scroll hier mal so ein bisschen rüber, weil ich da ein paar Performance-Kennziffern habe. Der Drawdown verringert sich ein ganz klein bisschen. Das ist natürlich auch schon mal schön. Wenn wir da einen kleineren Drawdown kriegen, den wir tatsächlich auch noch haben. Aber viel wichtiger, der Annual Growth, also die Jahresrendite, ist knapp 5%, während sie im DAX noch nicht mal 1% ist, also DAX Preisindex. Das heißt, allein durch den Equal Weight habe ich eine Outperformance über dem DAX Preisindex. Hups, so einfach. Und das ist in der Tat dann meine Performance-Kurve. Ich gebe zu, da sind jetzt keine weiteren Kosten drin für meine Adjustierungen. Aber mir geht es nur darum, also es ist gar nicht so schwer, den DAX Preisindex auch zu performen. Gucken wir uns das kurz nur zum Vergleich auch für den S&P 100. Ich habe jetzt hier den S&P 100 genommen, weil dann waren die Rechnungen schneller. Trotzdem musste ich als Vergleich nachher den S&P 500 nehmen, weil ich keinen S&P 100 als wirklichen Index habe. Also mache ich den Vergleich einfach zum S&P 500, obwohl ich nur die 100 Aktien des S&P 100 hier trade. Da die Kurve hier schon so schön exponentiell ist, habe ich hier eine logarithmische Darstellung gewählt, wie ihr seht. Wir sehen zum einen den S&P 500 als Index, wie er hier schon auch eine schöne Performance-Kurve hinlegt über diese Jahre. Ich habe hier die Historie noch ein bisschen länger gemacht, also ich bin hier immer zurückgegangen bis 1990, also eine nochmal deutlich längere Preishistorie, um mal den Charme eines S&P 100 Equal Weight zu zeigen. Die Performance-Kurve ist ziemlich gigantisch. Gucken wir da mal auf die Kennziffern. Dann haben wir hier Folgendes als Kennziffern. Ich vergrößere das gleich auch mal ein bisschen. Die Grafik nochmal war ja schon logarithmisch, also dadurch nochmal ein bisschen extra beachtlich. So, jetzt haben wir die Zahlen auch in groß. Der S&P 500 selbst hat 7% annual, also jährliche Rendite, aber mit einem Drawdown von 56%, der mal irgendwo war. Ja, und diese, nennen wir sie Trading-Strategie, Equal Weight, hat bereits knappe 16% bei einem trotzdem kleineren Drawdown. Wow. Also, bereits Equal Weights sind durchaus interessante Handelsansätze, die man durchaus mal auf dem Radar haben sollte. Und sie sind natürlich besonders einfach nachzubilden. Wenn wir jetzt noch, also sozusagen nicht alle 100 des S&P 100 nehmen, sondern nur noch weniger davon, dann ist das vielleicht zum einen noch profitabler und zum anderen vielleicht ein bisschen handlicher. Wir bräuchten vielleicht nicht doch wirklich hier so eine große Summe wie 100.000. Man sieht aber, mit welch einfachen Methoden, und das war ja fast gar keine Methode, Equal Weight, naja, ich nenne es mal trotzdem Methode, bekomme ich schon was deutlich Besseres hin. Und natürlich erst recht, wenn ich auf der amerikanischen Seite bin, was zu erwarten war, weil wir ja schon wussten, dass die Indizes bereits deutlich besser laufen. Jetzt machen wir allerdings den letzten Schritt. Und der letzte Schritt geht dass wir Regeln anwenden für eine Selektion. Also grundsätzlich, ich will es nur zunächst auch ein bisschen abstrakter beschreiben. Bisher habe ich so, ich habe einmal den Index nachgebildet oder den Index selbst genommen, was immer zur Konsequenz hat, dass spätestens wenn ich beim S&P 500 bin, muss ich in 500 Aktien investiert sein. Da komme ich automatisch vielleicht bei den meisten Kunden von uns in ein Kapitalisierungsproblem, um noch nennenswerte Stückzahlen überhaupt zu kaufen und nicht nur bei 1, 0 oder vielleicht 2 rumzuhängen. Und dann habe ich immer noch das Problem, das mache ich mit meinen Nullern. Die werfen mir dann auch keine Performance ab. Also mit Null meine ich die Stückzahl, die sich dann vielleicht da herausrechnet. Und den einen kann ich mir dann schon wieder fast nicht leisten, also nicht um ein großes Portfolio zu bilden. Und natürlich gilt bei Aktien zwei Sachen ganz allgemein. Zum einen muss man ohnehin nicht immer investiert sein, so wie beim Trading allgemein. Auch wenn ich das gerade war in meinem
Equal Weight DAX und Equal Weight S&P 100. Also ich muss nicht immer überhaupt investiert sein. Und natürlich muss ich nicht immer in alle Werten investiert sein. Also dazu zwingt einen ja nur wirklich keiner. Und insbesondere auch das Stehen an der Seitenlinie hat durchaus seinen Charme, weil damit ist man dann auch mal einfach sozusagen raus aus dem Rennen. Und ein Blick zurück in dieses Jahr, da gab es schon Zeiten, wo es gut gewesen ist, vielleicht mal an der Seitenlinie gewesen zu sein. Okay, ich gehe noch mal kurz, bevor ich weitergehe, weil jetzt noch ein paar Fragen eingetrudelt sind. Inwieweit wurde berücksichtigt, dass doch ständig die Unternehmen in den Indizes und dann geht es ausgetauscht werden bei der Berechnung? Dann entsteht doch ein ganz anderes Bild auch in der Performance. Ja, danke für den Hinweis. Ich habe es nämlich noch nicht erwähnt. Das muss ich noch kurz ein bisschen verallgemeinern. Natürlich, also erstmal noch zum Hintergrund. Jüngstes Beispiel, Wirecard ist vor nicht allzu langer Zeit aus dem DAX rausgeflogen. Und eine andere Firma, irgendwas mit Hero, ist stattdessen reingekommen. Das habe ich in der Berechnung von gerade nicht berücksichtigt. Das hat jetzt zwei Konsequenzen. Zum einen wirft das eine Frage auf, ob meine Performance dadurch jetzt sozusagen überproportional gut ist. Antwort: Ja, könnte sein. Umgekehrt, diese Austauschvorgänge dieser Aktien hätte ich natürlich auch mitgemacht. Das Ganze trägt übrigens einen Namen, den nennt man bei Aktien den sogenannten Survivalship Bias. Also, das ist nur wirklich so im Englischen. Survivalship, also Überlebensbias, weil man sich dann von heute aus gesehen nur noch die anguckt, die ja heute noch überlebt haben. Also, und das ist durchaus ein wichtiges Thema. Und wirklich nochmal vielen Dank, dass das hier erwähnt wurde. Das hätte ich selber machen müssen. Das könnte meine Rechnungen, die ich bisher gezeigt habe, etwas zu positiv erscheinen lassen, also in dem Equal Weight. Das muss ich zugestehen. Für das, was jetzt gleich kommt, gilt die Kritik zwar prinzipiell auch, aber hier wird sie nicht so viel machen. Das liegt allerdings daran, dass wir ab jetzt Regel benutzen, um was auszuwählen. Aber nochmal vielen Dank. Also Survivalship Bias hat ist ein ganz wichtiges. Gut. So, zum Stockpicking. Meine besten Börsentipps hole ich mir immer von erfolgreichen Venture-Kapitalisten, Private Equity-Experten und Hedgefonds. Okay. Guter Hinweis. Übrigens, meine besten Tipps hole ich mir aus der Literatur. Also das ist so ähnlich wie gerade der Hinweis hier von einem von euch. Da ich ja nochmal ziemlich wissenschaftlich angehaucht bin, so als Physiker und halber Mathematiker irgendwie, gucke ich tatsächlich gerne auf Paper, die an den Unis veröffentlicht werden. Da gibt es vieles Interessantes zu lesen. Also von daher, wenn wir so rum das Thema anfangen und jetzt auf die Stockpicking-Strategie schauen, dann taucht die in der Literatur, heißt die schon mal gerne Momentum-Strategie oder manchmal auch Double-Momentum oder Dual-Momentum-Strategie. In diese Richtung geht das, wenn es um das Stockpicking geht. Ich habe ja schon gesagt, wir wollen jetzt irgendwie selektieren. Und ich will einfach ganz einfache Selektionskriterien sozusagen mal durchprobieren. Also ich habe die durchprobiert mit dem Rechner. Das mache ich nicht alles jetzt gleich hier in Excel-Sheets. Das geht gar nicht. Ganz so trivial. Aber und das Ergebnis ist nachher trotzdem wahnsinnig robust, auch wenn ich einiges mal da ausprobiert habe. Und zwar will ich einfach eine ganz triviale Regel für die Selektion. Ich will jetzt nicht die, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem S&P 500 gucke, mir von den 500 Unternehmen die Kennzahlen alle angucken und schon gar nicht der ihren Berichte lesen. Nee, das will ich nicht. Sondern wir nehmen einfach zum Beispiel eine Regressionsgrade im Preis als Selektionskriterium oder die Steigung des EMAs oder einfach nur das Momentum. Ich gehe auf alle drei nochmal genauer ein. Bei allem steht eins im Hintergrund oder im Vordergrund, um auszunehmen. Ich will Stärke kaufen. Wenn ich so einfach zusammenfassen wollte, und es ist so einfach, dann wäre das das Wort. Ich will ein Selektionskriterium haben und ich will die Besten, die am stärksten gestiegen sind, also die am besten gestiegen sind in der Vergangenheit. Und
Naja, jetzt muss ich irgendein mathematisch greifbares Kriterium haben für die, die am besten in der jüngeren Vergangenheit gestiegen sind. Diesen Satz will ich jetzt einfach nur in etwas Mathematisches überführen, was ich sozusagen knallhart messen kann. Naja, da habe ich mal drei mögliche Varianten hier aufgeschrieben. Eine Variante ist, man legt einfach eine Regressionsgrade für x Tage, meinetwegen für die letzten 200 Tage, das ist dann so knapp ein Handelsjahr, da legt man eine Regressionsgrade in den Preis und diese Regressionsgrade hat eine Steigung. Naja, und das ist jetzt mein Stärkekriterium. Wenn ich dann jetzt die 500 Aktien vom S&P 500 habe oder die 30 vom DAX, dann mache ich das 30 Mal, dann habe ich 30 Zahlen, dann weiß ich genau, wer der Stärkste und wer der Schwächste ist. Also die höchste Steigung und die kleinste Steigung hat. Einfach nur, damit es voll mathematisch ist. Und das nenne ich jetzt einfach Stärke. Also genau, wer ist die Steigung? Das Ähnliche kann man machen. Man kann auch die Steigung eines EMAs, also sagen wir, wir legen so ein 200er EMA da an den Preis und bestimmen dann die Steigung des EMAs. Das ist auch sowas wie die Stärke. Oder wir machen es noch trivialer. Wir fragen einfach, wo ist der Preis heute? Wo war der Preis vor x Tagen? Wieder meinetwegen vor 200 Tagen. Dazwischen gibt es eine prozentuale Änderung des Preises. Und die nennt man übrigens einfach Momentum. Daher übrigens auch der grundlegende Name für diese Strategie, weil da hat man einfach das Momentum genommen. Ja, und dann ist man schon fertig. Jetzt sortiert man die der Größe nach, bei den 30 DAX-Werten oder den 100 S&P 100 oder den 100 Nasdaq-Titeln, sortiert die der Größe nach und dann hat man ein Ranking. Und jetzt wird einfach nur noch in eine Zahl Y von denen investiert. That's it. Also zum Beispiel in die fünf Besten. Und dann wiederholt man das ganze Prozedere. In der Strategie, so wie ich es auch abgebildet habe, also dann tatsächlich gerechnet habe, nicht in Excel, sondern halt in C++, habe ich keinen Stop-Loss verwendet. Und das ist ein bisschen entgegen meinen anderen Grundphilosophien, die ich ja auch durchaus immer wieder erwähne. Bei Aktien ist allerdings durchaus sozusagen verträglich. Erst recht, wenn ich ein Portfolio bilde. Natürlich kann mir so ein Ding wie Wirecard passieren. Dann bin ich in Wirecard investiert und das Ding geht quasi wertlos. Oder 2008 in, ich glaube, HRE hieß die Firma. Ich komme gar nicht mehr genau drauf. Das Ding kann wertlos werden, selbst von so einer Firma. Ja, aber ich werde ja nicht alles Geld in die eine stecken. Das zum einen. Das nächste, das passiert glücklicherweise nur sehr selten, dass überhaupt sowas passiert. Und bei Aktien, naja, also dieser Totalverlust ist ja trotzdem immer nur maximal genau das. Aber nicht noch darüber hinaus, also anders als beim Future oder Forex Trading. Also von daher gibt es da schon noch einen Unterschied und deswegen ist es auch bei Aktien prinzipiell vertretbar. Man hat ohnehin die Gap-Sachen. Wie das dann jetzt genau ausläuft, ja, abläuft, ist voll, also ich wiederhole es hier nochmal von den Regeln her. Also an irgendeinem Stichtag, zum Beispiel heute, Börsenschluss USA, habe ich dann, und Zeit hätte ich dann bis morgen 15:30 Uhr, um meine Rechnungen zu machen. Also an irgendeinem Stichtag mache ich nach Börsenschluss, also in Deutschland meinetwegen um 18 Uhr, ein Ranking entsprechend diesem Indikator. Und auch wenn ich gleich einen Vorschlag mache, welchen man nehmen sollte, das Gute bei dieser Art von Strategie ist, es kommt nicht wirklich drauf an. Allein die Tatsache, in den Stärksten oder in die Stärksten zu investieren, das ist also tatsächlich sogar wissenschaftlich ziemlich weit untermauert. Bringt was, ist vernünftig. Kann man auch andere gute begleitende Philosophien zu entwickeln. Machen wir jetzt aber nicht. Am nächsten Tag kauft man, also falls ich noch offene Positionen habe, wird alles verkauft. Und dann eröffne ich neue Positionen. Und zwar genau in die, die ich als die Top zum Beispiel 5. Und das ist alles. Und dann nach Y-Tagen wiederholen wir das Ganze. Ihr wisst, ich bin mehr mathematisch. Das heißt, wir haben formal eine Strategie mit drei Freiheitsgraden. Das sollte auch mal noch kurz hier vergegenwärtigen. Also wir hätten die Periodenlänge, also
das Momentum nach 200 Tagen oder die Regressionsgrade in 200 Kerzen oder den EMA 200 und davon die Steigung. Alles hat immer so eine Periodenlänge, den nenne ich einfach mal MX. Dann habe ich gesagt, alle Y-Tage machen wir ein Update. Also wir bestimmen ein neues Ranking, verkaufen alles und kaufen wieder neu. Ja, und dann müssen wir natürlich noch überlegen, in wie viele gehen wir denn? Zum Beispiel in 10, in 20, also beim DAX bestimmt nicht in 20, weil das wäre ja kaum noch Picking. Ja, jetzt gibt es theoretisch noch zwei weitere Freiheitsgrade. Das eine ist überhaupt, welchen Indikator nehme ich für das Ranking, für das Maß der Stärke. Naja, und dann könnte ich mir noch überlegen, noch eine Schwelle einzubauen. Also ich will es kurz symbolisch hier nochmal sagen. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, wenn ich auf die Steigung gehe und die Steigung als Stärkemaß nehme, es könnte natürlich theoretisch sein, dass ich mache es am DAX, dass alle meine 30 DAX-Unternehmen gerade alle nach Süden laufen. Was vielleicht im April diesen Jahres sogar der Fall war. Die können alle nach Süden laufen. Und nichtsdestotrotz gibt es immer einen, der die beste Steigung hat. Die Steigung ist dann zwar vielleicht negativ, aber die anderen sind noch negativer. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, nee, sorry. Also ich investiere nicht in eine Aktie, die gerade fällt. Also die gerade eine negative Steigung hat. Das würde bedeuten, ich würde eine Schwelle anwenden und die Schwelle wäre bei null. Also die Zahl muss nämlich positiv sein. Ich investiere nur in eine Aktie, wenn sie eine positive Steigung hat. Absolut valide. Herausgekommen ist bei mir, ist nicht so wichtig. Ich habe das alles mit untersucht, ist nicht so wichtig. Also wenn man noch irgendeinen anderen Filter mit einbauen möchte, dann würde man sogar eher den Gesamtmarkt, also den zugrunde liegenden Index als Filter nehmen und da sowas machen wie EMA 100 reinlegen und sagen, sobald der Preis darunter ist, keine neuen Trades mehr. Also dann eher so rum. Das war also mal die Schwelle beiseite und auch, dass ich in Wahrheit noch drei verschiedene Indikatoren befragt habe. Da bleiben trotzdem noch drei Freiheitsgrade. Periodenlänge, Update-Prozess und in wie viele Aktien will ich denn maximal investieren. Gut, da kommt gerade ein Hinweis, Regressionsgrade und Slope EMA gibt es meines Wissens nach nicht im MT5. Also die Regressionsgrade kann man sich einmalen lassen. Slope EMA, folgender Hinweis. Genau einfach die Begriffe Regressionsgrade oder Regression Line eintippen und dann Indikator MT5 dahinter. Ihr werdet, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich bin mir sicher, es gibt eine Antwort. Also es gibt dazu für solche Sachen immer die Variante eines Indikators, den man dann findet und dann kriegt er auch die Zahl. Also das als kleiner Hinweis. Gut, wenn wir das jetzt machen und uns genauer angucken, kommt übrigens folgendes Ergebnis raus für die zwei, die wir auch bisher uns die ganze Zeit angeguckt haben. Beim DAX hat sich herausgestellt, wäre das Beste, man würde eine Regressionsgrade nehmen. Aber nochmal, ich habe die anderen Sachen auch. Die Dinger sind robust bis zum Abwinken. Jetzt stehen hier zwar ganz konkrete Zahlen, nämlich Regressionsgrade mit einer Periode von 315, Update Days 65 und Anzahl der Symbole, die ich maximal trade, also die ich beim Ranking aussuche, 7. Wenn ich die Periode von 315 auf 220 verringere, ändert sich an der Performance reichlich wenig. Wenn ich sie auf 400 erhöhe, ebenfalls. Das Entscheidende ist, die Tatsache überhaupt auf den Stärksten oder die Stärksten zu setzen. Das ist das Kriterium dieser Strategie. Genauso beim S&P 100 kommt es auch wieder zwar irgendwas raus, was formal das sogenannte Beste ist, aber ihr kennt das aus anderen Webinaren von mir. Wenn man solche Strategieentwicklungen macht, gilt es natürlich, dieses Overfitting zu vermeiden. Und das habe ich natürlich hier mit angeguckt und Overfitting vermeiden ist eine Methode, die man da anwenden kann, ist die sogenannte Nachbarschaftsanalyse. Sprich, man fragt, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier meine Parameter, und zwar egal welche, um plus minus 20% einfach mal eben variiere? Also wenn
ich nicht das Update alle 40 Tage mache, sondern alle 48 Tage oder alle 32 Tage. Das wäre jetzt plus minus 20%. Oder wenn ich doch die Anzahl der Symbole ein, zwei rauf oder runter nehme. Nur wenn das überall gut ist, kann man nicht sich sicher sein, aber hat man einen guten Hinweis, dass man hier nichts overfittet, also so ganz Spezielles herausextrahiert hat. Annual Growth, das kann sich gut sehen lassen. Jetzt sind wir mittlerweile beim DAX auch schon bei knapp 10% und beim S&P 500, 100 schon bei 33%. Wow. Also, nochmal die zwei Anmerkungen, weil die sind mir sehr, sehr wichtig. Die sind extrem robust gegen Parametervariationen. Und das liegt daran, weil der eigentliche Strategietyp ist hier nicht Regressionsgrade mit einer Periode von 315, sondern der Strategietyp ist Kaufe Stärke. Das ist der Strategietyp. Das andere ist, die Dividenden gibt es ohnehin immer noch oben drauf. Um mal so eine Performance auch mal zu sehen. Hier ist das Portfolio für den S&P 100. Hier jetzt wieder verglichen mit dem S&P 500, weil ich den S&P 100 als Index leider nicht gefunden habe. Extrem steady, also wirklich ganz sauber. Das hier ist eine logarithmische Auftragung, sprich hier ist eine schöne E-Funktion drin. Und was halt auch hier ist, wir haben sowohl wieder einen kleineren Drawdown als auch einen wesentlich höheren jährliche Rendite und die auch noch ziemlich stabil über wie viele Jahrzehnte? 3 Jahrzehnte sind das jetzt hier schon. Ja, also kann sich sehen lassen. Beim DAX ist es bei weitem nicht so gut, aber immerhin auch schon ziemlich sehenswert. Hier schaffen wir mittlerweile auch schon fast eine Versechsfachung. Also auch den anderen Equal Weight, also den Index schlagen wir sowieso, den Equal Weight, der war ungefähr halber, schlagen wir jetzt auch. Aber zugegebenerweise richtig toll ist S&P 100 und Nasdaq sieht nahezu identisch gut aus. Sogar noch ein Ticken besser, vor allem etwas kleineren Drawdown. Also wirklich ziemlich, ziemlich interessant. Kommt mal eine ganz spezielle Frage noch hier. Wäre der RSI nach Levy brauchbar? Vielleicht. Ihr merkt, ich habe A gezögert und B bin ich mir da nicht ganz sicher. Also man würde kaufen, die schon. Ja, eigentlich sollte es ähnlich gehen. Doch, wenn ich noch ein bisschen drüber nachdenke, sollte auch der RSI gehen. Übrigens, mein persönlicher Liebling von den ganzen Indikatoren ist übrigens der trivialste, nämlich einfach das Momentum. Da brauche ich einfach nur 200 Tage rückwärts gucken. Also, wo hatte ich sie aufgeschrieben? Hier. Momentum. Prozentuale Kursänderung nach x Tagen. Also einfach der Kurs von heute Abend verglichen mit dem von vor 200 Tagen. Pff, Momentum hat einen kleinen Schönheitsfehler, der ist sozusagen, der hängt ja von den zwei Details ab, also dem Tag heute und dem von vor 200 Tagen. Die Regressionsgrade ist quasi ein bisschen stabiler. Also die ändert sich nicht nur, weil der Preis mal einmal jetzt um 5% hochgeht oder um 5% runtergeht. Das ist da dann nicht ganz so. Deine Betrachtung ist ja ein Blick in die Vergangenheit. Was sagt mir, dass die ehemals starken Aktien auch in der Periode P plus 1 immer noch stark sind? Jetzt kommt eine ganz blöde Antwort. Also die Frage ist nicht blöd, meine Antwort, die ist vielleicht sogar ein bisschen blöd. Hier steht die Antwort. Es ist die Grafik. Also ich kann nur so sagen, ich kann nur so argumentieren. Dieses Prinzip, in die starke Aktie zu kaufen, also die starke Aktie zu kaufen, diese dann hier grob 50 Tage zu halten und nach 50 Tagen wieder neu zu überlegen, in welche kaufe ich jetzt, dass das für die letzten 30 Jahre gut funktioniert hat, ist gewissermaßen in dieser Grafik hier zu sehen. Deine Frage impliziert aber natürlich, funktioniert das dann auch morgen? Von heute an? Kann ich natürlich
ehrlicherweise nichts zu sagen. Ich kann nur vermuten, dass es funktioniert. Aber ich habe weder, also ich kann nicht ansatzweise sowas Ähnliches herausarbeiten wie eine Garantie. Ich kann nur sagen, also in den letzten 30 Jahren hat es funktioniert, wenn man alle X Tage ein neues Ranking durchführt, selektiert und dann in die Aktien investiert. Immer in diesen Schritten, und jetzt gucke ich nochmal, welche Schritte es denn wirklich genau waren. So und so viele Tage habe ich gerade gesagt. Also S&P 100 alle 40 Tage, das ist so grob alle 2 Monate. Alle knapp 2 Monate machen wir neu das Ranking, entscheiden uns neu. Und wenn man das in den letzten 30 Jahren so getan hätte, Konjunktiv, dann kamen die Performancekurse raus, die wir gerade hatten. Garantie für die Zukunft? Wie immer, leider nein. Muss ich natürlich so sagen. Ist doch der Vergleich des Durchschnitts der letzten 200 Tage zum aktuellen Schlusskurs, der Satz hört dann irgendwie auf, muss jetzt passen. Kann noch nicht, also weil ich noch nicht erkennen kann, was die Frage werden soll. Na egal. Ansonsten sind wir natürlich schon wieder durch. In a nutshell, wie man im Englischen so schön sagt. Ja, genau genommen ist der DAX eigentlich, also der DAX, das, was wir so als DAX bezeichnen, der DAX Performance Index, ist eigentlich ein Exot unter den ganzen Indizes. Er ist der einzige, ich weiß gar nicht, ob es noch andere Performance-Indizes gibt. Aber das, was sonst so auf der Welt typischerweise angeguckt wird, auch hier Kakeron als der Schweizer Index, das sind alles Preisindizes. Also der DAX ist ein Exot. Und dass der DAX halbwegs gut dasteht, sagt leider gar nichts, sondern er sagt aus, wie viele Dividenden die entsprechenden Firmen ausgezahlt haben. Die Dividenden gab es aber bei den anderen durchaus auch, also bei den Nasdaq oder S&P 4. Nur der DAX-Preis oder Kursindex ist wirklich vergleichbar zu anderen Indizes. Wenn wir jetzt versuchen, den als Benchmark zu nehmen oder auch den Benchmark S&P 500, wenn wir anschließend die S&P 500 Aktien traden wollen, dann sollten wir immer den Benchmark wenigstens schon mal schlagen. Wenigstens das sollte uns gelingen, weil wenn nicht, dann sollten wir einfach in den Index investieren. Und dass es sich ohnehin lohnt, eher in Indizes oder Aktien zu gehen, ist der schon zitierte Long Bias, den wir nun mal in Aktien prinzipiell haben. So ein gleichgewichteter Index, also ein gleichgewichtetes Aktienportfolio schlägt bereits den Index um Längen, was bemerkenswert ist. Und noch viel besser wird es, wenn wir so ein Stockpicking anfangen. Und was wir da de facto tun, das ist jetzt egal, ob wir Momentum, Slope oder eine Regressionsgrade nehmen. Wir machen eine Selektion aufgrund von, nennen wir sie mal einfach verbal, Stärke. Also in stark steigende steigen wir ein. In dem Glauben, Wissen, weil ein bisschen war es hier auf Wissen, dass es dann auch so weitergeht. Starke steigen weiter. Das ist natürlich kein Grundgesetz und das nicht. Aber es funktioniert besser als der Index selbst. Und genau das wollte ich mal als einfache Aktienstrategie hier heute vorstellen. Jetzt muss ich noch kurz gucken. Wenn du einen Stop-Loss setzen würdest, wie würdest du ihn setzen? Also natürlich berechtigte Frage, weil die Rechnungen hier war ohne Stop-Loss. Was ich typischerweise machen würde, ist, ich gucke mir als erstes den ATR an und davon würde ich mindestens das Fünffache nehmen. Also sowas wie ein ATR, die ATR-Periode wie einfach einen Monat nehmen. Also wäre dann sowas wie 22, 23 auf D1-Basis. Und also einen fünffachen ATR würde ich hier schon setzen, weil ich daraus nicht rausgekickt werden möchte. Ist diese Art des Tradings für Einsteiger besser geeignet als Forex-Trading? Ganz klare Antwort, ja, aber halt nicht so spannend. Das gebe ich ja auch gerne zu. Hier gehe ich hin und handle alle 40 Tage, mache ich irgendwas. So geht es natürlich beim Trading nicht darum, dass wir was machen, sondern wir wollen Performance erzielen. Das kann man hierdurch durchaus. Dieser andere Kick geht natürlich verloren. Das will ich so nüchtern, wie es ist, sagen. Also vielleicht mit dem echten Geld erstmal Aktien traden und
mit einem Demokonto vielleicht weiter versuchen, sich im Forex-Trading zu verbessern. Könnte eine Grundidee sein. Also grundsätzlich. Der aktuelle Zeitpunkt ist für eine Aktienumschichtung gut oder eher schwierig? Angenommen, heute wären wieder 40 Tage um. Ganz brutale Antwort von mir. Ist mir egal. Ich weiß, es ist jetzt keine, soll keine Beleidigung sein. Bei sowas bin ich immer nüchtern. Ich frage nicht, ob heute gut oder schlecht ist. Wenn ich einmal die Regel festsetze, alle 40 Tage, und ich habe vor heute anzufangen, dann fange ich heute an. Und ab jetzt stehen alle weiteren Umschichtungstermine bis in alle Ewigkeit fest, nämlich alle 40 Tage. Das heißt, das ist jetzt mehr ein Appell, ganz allgemein. Wichtig an einem Regelwerk ist, dass wir ein Regelwerk haben und dass wir dieses Regelwerk dann unverändert einsetzen. Wenn wir anfangen, dann zu fragen, ah, ist jetzt heute gut? Ach, nee, ich warte lieber auf morgen. Ist automatisch schwierig. Und ich kann euch sagen, der Schuss geht praktisch gefühlt immer da hinten los. Also zumindest in der Erinnerung geht er auf jeden Fall da hinten los. Weil, gehen wir es kurz durch. Ist heute ein guter Tag, das Ganze zu starten? Naja, gut. Ich frage, nee, morgen ist besser. Mal kurz als Antwort. Morgen geht der Aktienmarkt 10% nach unten und auch damit wahrscheinlich alle Aktien. Also war es gut, den Tag zu warten. Jetzt geht morgen der Aktienmarkt um 10% nach oben. Dann war es schlecht. Also, ihr merkt, ich bin da nüchtern. Regeln sind Regeln. Punkt. Deswegen so knallhart. Also werden die Aktien, welche nach 40 Tagen weniger Momentum nur noch haben, verkauft und neue gekauft. Aber wie wird beim neuen Update das Momentum ermittelt? Welchen EMA nutzt du? Also, EMA-Periode stand hier bei der S&P 100, Periode 275 in dem Fall, und es kommt gar nicht auf die genaue Periode an. Und es ist, wie es ist. Ich mache heute das mein erstes Ranking. In 40 Tagen mache ich wieder ein Ranking. Das sind wahrscheinlich, stehen da jetzt in meiner Liste der fünf Besten, nicht mehr die gleichen fünf. Ich verkaufe ohnehin alles und kaufe die anderen einfach neu. Das ist das Ganze. Und die Kennziffern fürs Ranking muss ich natürlich neu bestimmen. Gut. Sind die Performance-Kurven Steuern durch Verkäufe, sind in der Performance-Kurve Steuern durch Verkäufe berücksichtigt? Antwort nein. Nein, also weder Transaktion noch sonst irgendwas ist dann nicht berücksichtigt. Wohl Gebühren im Sinne von Spreads, entsprechend den JFT-Regeln, die sind wiederum berücksichtigt. Okay. Danke, interessant. Forex ist ja eher intraday geeignet, vermutlich. Also nochmal wegen Forex kann man nicht so pauschal sagen. Also man kann Forex auch über zig Tage traden. Kann man ganze Strategien zu machen. Zum Beispiel auf die positiven Swap-Kosten gucken. Sind bei den 40 Tagen Wochentage oder Handelstage gemeint? Handelstage. Immer nur dann, wenn ich auch traden kann. Also Handelstage. Okay. Das probiere ich aus. Im Moment hüpfen mir die Werte zu stark. Morgen plötzlich starten mit 5% weniger. Ja, das kann in der Tat passieren. Also deswegen eine Einschätzung zwischen heute, morgen und übermorgen wird es von mir garantiert nicht geben. Ich habe noch nicht mal Kriterien dafür. Ihr wisst, ich bin da immer so mathematisch nüchtern. Und ich habe kein Kriterium dafür. Und von daher habe ich auch keine Meinung dazu. Hallo, könnten Sie zu der Formel kurz mitteilen, wie die GV-Quote anhand der Anzahl und des CRV sagen, bezogen auf die Vergangenheit, beispielsweise auf 200 Trades? Versuche ich mal auf die Schnelle, weil die Zahlen habe ich wirklich nicht parat. So, gehen wir auf den S&P 100. So, also ich kriege die Zahlen nicht genau so hin. Nee, ich kriege es ja auch noch nicht mal ungefähr so hin. Ich habe ja hier mal die einzelnen Trades stehen. Also machen wir Folgendes. Die Excel-Sheets, die enthalten nur die Trades, nicht sozusagen die Einstiegslogiken. Könnt ihr gerne haben. Stand gerade auf der Folie. Dann müssen wir hier einfach mal zählen. Man nimmt sich die letzten 200 Trades, guckt, wie viele waren da positiv, wie viele davon waren negativ. Dann kann man auch mal vergleichen, wie sah denn ein typischer Gewinner-Trade aus, also ein mittlerer Gewinn-Trade und ein mittlerer Verlust-Trade. Also hier kriege ich es jetzt sozusagen
Jetzt habe ich hier irgendwas markiert und sehe, dass der Mittelwert 2597 ist. Aber es ist noch nicht die Zahl, die gerade angefragt wurde. Aber ihr könnt gerne die Sheets haben. Da stehen alle Trades drin. Ups, jetzt geht es hier wirklich zur Sache. Gibt es dafür einen Trading-Roboter? Antwort nein. Und wenn ja, dürfte ich ihn ohnehin nicht zur Verfügung stellen. Muss ich leider wieder so brutal sagen. Erst nach der Ami-Wahl wahrscheinlich. Kann ich verstehen. Was halten Sie von Quantamentals? Vernünftiger Grundansatz, weil alles, was quantitativ untermauert wird, finde ich persönlich sehr gut und wird auch sehr breit eingesetzt. So, jetzt war ich auch noch, so schnell es geht, auch noch durch einige Fragen durch. Jetzt will ich aber noch mal kurz wieder die E-Mail-Adresse mit einblenden, damit man die noch mal sieht. Wie gesagt, einfach eine E-Mail an mich, und ich schicke auch gerne hier die Excel-Sheets, die sozusagen nicht traden können. Das können Sie sowieso nicht, sondern nur ein Abbild dieser Performance-Kurven waren gerne zur Verfügung. Dann kann man auch noch mal eigene Kennziffern daraus dann unmittelbar ableiten. Also s.friedrichowski@jfdbank.com, und da kommen schon die ersten E-Mails rein, höre ich gerade bei mir hier aufpoppen. Und redet mich gerne einfach direkt mit Stefan an. Ich biete euch ohnehin direkt das Du an. Also, soweit von mir. Euch allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir erleben keine bösen Überraschungen von heute in einer Woche. Also wirklich mitkriegen tun wir wahrscheinlich erst was einen Tag später. Sei es drum, nächsten Monat ist schon ein Webinar wieder gesetzt. Also, wer mag, kann sich auch da wieder einwählen. Soweit von mir. Euch allen noch einen schönen Abend und eine gute Zeit. Tschö.